Was eine schöne Aussicht. Oh, ja, Skaten und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir genießen hier die Aussicht, aber wollen eigentlich natürlich zu der einen Maschine von Leonardo und sie uns unter den Nagel reißen. Unser einer Rekrut ist wieder gekommen und den habe ich aber noch nicht auf eine neue Mission geschickt, aber naja. Das ist auch das vorletzte Video, bevor ich nach Frankreich gehe, weil, ja, wie gesagt, in dem Infovideo vor 2 Tagen, von Donnerstag bis Sonntag, kommen keine Videos. Und ja, weiter geht's. Kriegspläne, den Templeraufseher eliminieren und die Karte finden, ja, wie immer. Ja, den Aufseher mit der Rauchbombe betäuben, okay. Okay, den müssen wir natürlich erstmal finden. Ja, hoffentlich abonniert ihr mich wieder. Nicht alle, meine ich. Was? Das war kein Deutsch. Egal. Ich meine, letztes Mal. So, den habe ich jetzt gesehen. Jetzt möchte ich nur noch töten und mit der Rauchbombe erstmal eliminieren. Aber ich will noch erstmal labern. Oder doch nicht? Ich kann ja versuchen, dabei zu labern. Also damals, als ich ja letztes Jahr letztes Mal meine ich, weg war in Frankreich, habe ich ja wirklich für jeden Tag, warum läuft der nicht weiter? Einen Abonnenten dazu bekommen. Ist der betrunken? Wo fuck. Ich weiß nicht, ob das wirklich jeden Tag einer dazu war, aber ich weiß, ja, ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall habe ich für jeden Tag einen bekommen und. Oh Mann, lass mich schon mal ausreden! Ich komme gar nicht dazu. Und immer irgendwie, wenn ich meine Waffe ziehe oder diese tosender Feuer, kriege ich auch immer Aufmerksamkeit, habe ich gerade festgestellt. Naja, so, wir haben jetzt die Karte und wollen weiter hier ans Ende erstmal und weiter geht's. Ja, auf jeden Fall habe ich damals. Ich war da irgendwie 9 Tage weg oder so und habe 9 Abonnenten dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob das halt jeden Tag wirklich ein neuer war oder an einem Tag 2 und dann einmal halt keinen und so. Aber hier ist auch gleich ein Taubenschlag. Das trifft sich gut. Und ja, mal gucken, ob das wieder so ist. Ich bin dann zwar nur 4 Tage weg, aber naja. So, ein Spion angreifen hat unsere Desideria geschafft, ist aber nicht aufgestiegen, wie gesagt. Der ist immer noch weg. Eine Minute. So, ja, dann gucken wir uns mal die weiteren Aufträge an, die sie machen kann. Ja, wenn es wieder so ist. Also, ich habe schon befürchtet, ihr könntet meine 250 Abonnenten knacken, indem ich weg bin. Aber nein, dann hättet ihr ja jetzt nur 206. Dann hätte ich ja nur 236, wenn ich wieder käme. Also, wenn ich 4 Abonnenten dazu bekäme. Ich meine, ist jetzt auch nicht schlimm, aber dann könnte ich kein Special gleich machen. Aber naja. So, wir nehmen jetzt in Rom einen Ausrufer verteidigen. Wir bezahlen unsere Redner gut, damit sie die öffentliche Meinung beeinflussen. Einer ist dem prüfenden Blick der Templer ausgeliefert. Setzt euch dafür ein, dass er nicht für unsere Botschaften leiden muss. Ich wollte schon sagen. Ja, 100% bei Desideria, alles klar. Die kriegt ein Level up. Okay. Auf geht's. Jo, und außerdem schreibe ich auch immerhin, wann ich wie viele Abonnenten bekommen habe auf meiner Kanalbeschreibung. Also 200 habe ich bekommen irgendwie am 18.04. oder wann es war, oder 19.04. Auf jeden Fall schreibe ich jetzt immerhin und dann weiß ich es natürlich nicht. Also könntet ihr dann vielleicht aufpassen, wenn ich wirklich 250 haben wollte. Und da kam gerade mein Geld rein, aber naja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch rein investieren kann, weil ich jetzt nicht weiß, wie lange ich weg sein werde. Ich meine, ich kriege ja alle 20 Minuten, aber ich glaube, 20 Minuten wird das nicht dauern. Also 20 Minuten kriege ich ja das Geld von den Investitionen, von den Einnahmen halt. Das Geld von den Einnahmen. Nein, ich kriege die Einnahmen. Naja. So, Bomber, Valnerina. What the fuck? Wir starten auf einer Kirche. Flugmaschine 2.0. Yeah, das kennen wir doch auch von Assassin's Creed 2. Leonardo hat seine Flugmaschine mit einer leichten Kanone ausgestattet. Oh. Ja, sieht man hier. Und so eine tödliche Flugwaffe geschaffen. Die Warder dürfen sie niemals einsetzen.
vor Synchronisation bei Benutzung des Bombers nicht angeschossen werden. Aber das ist ja genau dasselbe wie beim Panzer, nicht getroffen werden. Weil Nerina, ja, das wird bestimmt wieder schwer. Und ich muss bestimmt wieder nochmal machen, offscreen, aber naja. Architekten des Bombers ausspielen, der muss ja doch irgendwo gleich sein, oder auch nicht. Entdeckung führt zur Desynchronisation, ist ja klar. Okay, hier ist er irgendwie noch nicht. Gucken wir mal weiter, hier sind irgendwie viele Menschen. War in den anderen immer nicht so. Zum Glück sind ja auch keine Bogenschützen, aber wo ist der Architekt, ist die Frage. Da oben ist irgendein Turm, der rot leuchtet. Adlerauge eindeutig Ziele von Zivilisten unterscheiden, ist ja klar. Ziel lokalisiert, ach, da hinten ist er. Jetzt müssen wir dir wieder folgen, ne? Ja, in ein abgelegenes Gebiet folgen. Und der ist auch wieder da, unser einer Rekrut. Ist aufgestiegen zu Discepolo, kann jetzt bestimmt auch... Oh, scheiße. Die Pistole einsetzen. Wir müssen ihm wieder zu einem abgelegenen Gebiet folgen und dann verprügeln. Ja. Oh, Mann. Wir dürfen ihn wieder nicht 25 Sekunden aus der Sicht lassen. Aus dem Blickfeld. So, wird uns angezeigt, wann das abgelegene Gebiet ist, oder müssen wir das selber machen? Ich hoffe, wir müssen es nicht selber machen, oder wir müssen es doch hier machen. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Wir dürfen auf jeden Fall nicht entdeckt werden. Nein, nein, du hast mich nicht gesehen. So, den Architekten verprügeln jetzt, aber... Na? So, zack, 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 hier nichts mit arbeiten. Gebt mir die Pläne. Nein, keinesfalls. Bam, immer halt, dasselbe. Halt! Wo sind die Pläne? Hinter den Wachen, in meinem Haus. Es ist das Letzte. Und die Maschine? Im Turm ganz oben, in der Festung. Grazie. Er hat gesagt, sein Haus ist das Letzte. So, ja, ich weiß, wie es gemeint war. Baupläne des Bombers zerstören. Okay, sind noch keine Waffen. Wachen jetzt, kommen hier langsam Wachen ins Spiel. Und hier ist eine Mauer, natürlich. Wie denn auch sonst? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Nein, 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 ich bin gar nicht da. So, weiter hier. Wir können uns eigentlich mit dem Zivilisten bewegen, so werden wir ja nicht entdeckt dann. Okay, mal hier hoch und von oben versuchen. Klappt auch, okay. Oh, da ist ein Bogenschütze, den wir aber mit unserer Armbrust töten. Wir werden aber gerade entdeckt, gesehen. Von jemandem. Das ist nicht sehr gut, das also klettern wir hier mal weiter, gehen jetzt hier hoch und können nun erschießen. So, Nummer 1. Da hinten ist Nummer 2. Da rechts sind auch ein paar Wachen, aber die interessieren uns weiter nicht. Ja, mach mal weiter, Ezio. Okay, okay, okay. Läuft noch alles geplant und wir sind schon da. Da unten ist zwar eine Wache, aber die juckt uns auch nicht. Und wir sind am Ziel. So, Baupläne zerstören. Oder verbrennen, wie immer. Okay, es ist eigentlich immer nach demselben Schema aufgebaut, nur die Waffen sind ein bisschen anders, die Kriegsmaschine. So, wie kommen wir jetzt vorbei? Jetzt müssen wir uns aber vorbei hier schleichen. So, lauf mal mit, Ezio. Wie gesagt, das macht er automatisch, wenn wir in so eine Menge reingehen. Da können wir auch die Tasten ungedrückt lassen, sage ich jetzt mal. Okay, hier rechts auf jeden Fall. Ja, das könnte jetzt schon ein bisschen schwieriger werden. Aber naja, okay, der guckt. Die gucken da im Heuhaufen. Da können wir unbeschadet vorbeilaufen, okay, da auch. Nein. Und wir müssen jetzt hier nach rechts, würde ich sagen. Sieht so aus, oder? Oder da vorne durch das Tor rein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist da ein Sperrgebiet. Ist doch sowieso hier ein Sperrgebiet, was... Ach, keine Ahnung. Ah, nee, wenn... Hier aber sehen sie uns nur und da fängt es vom Gelben an, von der gelben Aufmerksamkeit da. Und im Sperrgebiet fangen die gleich beim Roten an.
Also da ist Gelb schon voll und dann wird's gleich rot bei der Entdeckung. Okay, ja, wie ich gedacht habe, durch das Tor ist eine scheiß Idee. Oder wir können irgendwie Assassinen einsetzen. Ne, können wir nicht. Aber da läuft auch keiner lang. Ja, okay, wir müssen doch wieder zurück, glaube ich. Oder? Hoffentlich sucht er ja. Okay, gehen wir mal wieder zurück, ne? Und gucken, ob es da wirklich... Hey, hier sind wieder Architekten. Hier sind zwei Architekten. Naja, die sind nicht böse. Hoffentlich. Okay, hier sind zwei Wortewachen. Da sind auch zwei. Ich glaube, aber wir müssen hier lang. Aber wie kommen wir da lang? Wir müssen warten, bis die weg sind. Also müssen wir uns wieder in einer Menge verstecken. So, ja, jetzt so... Lass mich mal mitkommen. So, warten. Hä, wie können die uns sehen? Scheiße, die Menge hat sich aufgelöst. Das ist sehr suboptimal. So, hier lang schnell. Ne, wir werden nicht gesehen. Nein. So, jetzt sind wir im Sperrgebiet drin. Können wir irgendwie... Ja, können wir, okay. Oh, wenn Ezio mal klettern würde. So, ja, okay, ist alles immer noch relativ entspannt hier. Ah, Mission auch schon wieder geschafft. Sehr schön. Sie wurde zum Rang Milite befördert. Warum sollten wir da hinter uns springen jetzt? Ich glaube genau aus dem Grund. Yeah. So. Ah, da hätten wir gerade unseren Klettersprung eigentlich zeigen können, den wir in der letzten Folge hier... Ja, okay, das ist genau der. Okay, den nehmen wir uns so runter. Der wollte schon abhauen, hat aber nicht mehr geschafft dann. So, und wer... Ah, da ist eine Borderwache. Da ist auch eine... Gehen wir erstmal hier in den Heuhaufen und gucken weiter. So, hier unten sind relativ wenig Wachen. Dafür, dass hier eigentlich so ein Sperrgebiet ist und so. Also ich habe gedacht, auf den ganzen Burgen, auf den Burgzinnen sind voll viele Wachen. Aber sonst... Oh, scheiße, die kommen her. Die kommen her, fuck. Fuck. Oh, jetzt guck mich rein. Tschö. Alter, haben wir Glück, ey. Okay, hier sind ein paar Wachen. Nö, ich bin gar nicht da. Ja, okay, da mussten wir gerade rein. Scheiße. Schnell hier in dem Runde und weiter gucken. Erstmal die Lage. Ich würde jetzt mal sagen, also wir müssen dahin, wir sehen schon die Zielmarkierung. Ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal hier auf die Dächer drauf. Wie es aussieht. Also auf geht's. Oh, da ist eine Wache, eine Borgia-Wache. Hier ist ein Schatz. Hoffentlich entdeckt er uns nicht. Lass dich doch fallen, Ezio. Jetzt kommt er her, okay, schön. Wir nutzen die Gelegenheit, oder auch nicht. Ich will erst gucken, wo der lang läuft. Entweder können wir den töten, runterziehen. Ja, okay, können wir. Oder wir können eigentlich die Gelegenheit nutzen und dahin schon. Ja, los, komm her. Und da kommt das Spawn einfach eine neue Wache. Was ist das denn für ein Beschiss? Und da kommt... Ja, wie geil. Was ein... Betrug hier, ey. Ja, wir können die auch nicht töten, weil wir sonst entdeckt werden. Und ich will ja eigentlich die 100%ige Synchronisation haben. Wir können die von der Seite zwar killen. Aber bringt uns das was? Ja, eigentlich schon. Die guckt zwar eigentlich voll her, aber sieht uns nicht. So, wie kommen wir jetzt dahin, ist die Frage. Über die Dächer, wie gesagt. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Also, bis dann. Bam.